Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge hier zu Zusi 3. Leute, ist das da? Es ist da, das neue Update ist da und wir freuen uns so ziemlich. Also wir haben ja gestern ja schon davon die News gemacht und heute wollen wir uns die Strecke mal anschauen. Köln-Düsseldorf. Und die war ja exklusiv halt nur für die IOSurf, so für anderthalb Wochen, zwei Wochen. Und ja, jetzt wollen wir uns das Ganze selbst mal anschauen, denn die Hobbyversion hat dieses Update 3.3.0.0 jetzt auch bekommen und somit ist die Strecke verfügbar. Solltet ihr euch das Ganze selbst holen wollen, dann ja, schaut mal da vorbei im Forum, da findet ihr die Installationsanleitung, denn die Installation ist doch tatsächlich ein wenig anders. Und somit würde ich sagen, wir fahren das Ganze heute mit dem ICE. Und zwar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mit der Baureihe 401 und das Ganze, ja, Höchstgeschwindigkeit 330, Türsystem, SST und. Na gut, ich würde mal sagen, nicht lange labern, wir springen rein, werden das Ganze dementsprechend vorspulen und dann schauen wir mal. Die ganze Fahrt dauert jetzt irgendwas mit 20 Minuten, 30 Minuten, irgendwie sowas in dem Dreh, ohne Zwangsbremsung, in Anführungsstrichen. Ja. Ich versuche es natürlich auch ohne Zwangsbremsung, ne? Also wäre natürlich ein Träumchen, wenn das funktioniert. So, wir haben soweit grün, das heißt, wir können loslegen. So, und das Ganze starten wir mit 60. Los geht's. So. Ja, die Installation musste komplett neu gemacht werden. Ich hoffe, das passt jetzt auch mit dem Ton und alles sowas. Das war ein bisschen crazy tatsächlich, die Installation. Ich musste nämlich die alte Version löschen, um die neue halt zu installieren. Grund natürlich dafür war gewesen, dass die Struktur sich komplett verändert hat hier in Zusi 3. Das heißt, dass die älteren Strecken auf diese neue Struktur nicht mehr funktionierten. Sprich, du musste man die komplette Struktur eigentlich der ganzen Strecken jetzt so umarbeiten. Dadurch hat es natürlich ein bisschen länger gedauert. Aber naja, jetzt ist es ja da. Jetzt funktioniert es ja. Ja, haben natürlich jetzt Düsseldorf gestartet, fahren jetzt nach Köln. Messe Deutz also. Das ist unser Endhaltepunkt. Die Strecke kennt man ja ursprünglich aus dem Train-Simulator. Diese wurde jetzt praktisch, wie haben die das genannt, konvertiert. Und tja, lassen wir uns also dementsprechend mal so ein bisschen überraschen. So, ihr habt gesehen, LZB, sind wir gerade dran vorbeigefahren. Tja, da springt sie auch an schon. Und das bedeutet, wir geben jetzt hier überall Vollstoff. So, Siefer bestätigen. Und dann, ja, heizen wir jetzt im Nebel heute mal. Das ist ja mal was anderes hier. Nicht immer nur schönes Wetter. Nein, das muss auch mal Nebel sein. Wundervoll, wundervoll. Siefer bestätigen. Das läuft auch so gut einfach, ja. Ich habe ja irgendwie so ein bisschen Panik gehabt, muss ich ja dazu sagen, ja. Ich habe ja dann die Installationsanleitung ja auf dem Discord zugeschickt bekommen und da dachte ich mir so, ne, ich überspiele da nicht mein Stick, ja, mit diesem neuen Update. Ich habe mir da vorher noch eine Kopie gemacht von, ja, das war dann alles in Ordnung, funktionierte denn. Ja, dann habe ich die Installation dann gemacht und dachte mir so, ey, wenn das jetzt alles nach hinten losgeht, ja, die Performance irgendwie schlechter wird oder,
Ja, man weiß ja nicht, neue Updates bedeuten ja nicht immer gleich, dass das alles perfekt und super alles ist. Und naja, da war ich mir dann schon so ein bisschen komisch. Aber bis jetzt ist mir nichts aufgefallen. Zumal auch da scheinbar eine Strecke mit dazugekommen ist, die ich gar nicht kannte. Interessant, interessant. Naja. So. Wir brauchen ein Bild. Schön Nebel. Das ist doch ganz cool. So, 200. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Strecke Köln-Düsseldorf. Die sind wir ja auch gefahren, meiner Meinung nach. Ich glaube, die ist noch gar nicht mit diesem PZB ausgestattet, oder? LZB? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Anspielfassung, die wir da hatten, die war irgendwie total nicht so geil. Und Train Simulator. Naja, jetzt ist es ein Susi da. Na, auf jeden Fall gab es, wie gesagt, hier ist halt diese neue Strecke drin, die ich persönlich jetzt auch noch nicht kannte. Weiß ich jetzt nicht. Die VDE 8.1, die ist tatsächlich drin. Naja, also die ist halt auch schon vorhanden gewesen. Die wir über die Beta installiert haben. Sowie diese ganzen Susi-Displays, die, wie ihr jetzt schon seht, alle auch funktionieren. Jetzt habe ich schon wieder Schluck auf, ey. Das ist traumhaft. Die jetzt, wo die Displays jetzt hier funktionieren, also das ist halt auch schon mit drin. Das ist Wahnsinn. Die Susi-Version war von Aerosoft war doch wirklich deutlich weiter gewesen. Als wir sie jetzt haben. Ey, meine, jetzt spielt es keine Rolle, jetzt haben wir sie ja auch, ne? Also jetzt sind beide Versionen auf dem gleichen Level. Mal schauen, wie es dann zukünftig dann mit den ganzen Updates aussieht, weil Steam bekommt sie ja, also Steam lädt ja die Updates selbst. Wir müssen es ja uns selbst besorgen. Also nicht uns selbst besorgen, so, ne? Wir müssen uns die Updates besorgen. Und da muss man mal gucken, wie das Ganze dann dementsprechend denn vonstatten geht. Ich hatte irgendwo mal gehört, das ist ein Gerücht, ja, dass wir die Updates halt früher bekommen sollen, was ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen kann, dass das so ist. Aber naja. Ja, müssen wir abwarten, müssen wir mal schauen, wie das Ganze denn aussieht. Ich hatte ja auch gesagt gehabt, ne, ich werde versuchen, nicht immer so viel mit der Außenkamera zu arbeiten, ne, zwecks den ganzen Signalen. Es geht hier so schnell, dass du hier ein Signal verschluckst hier. Deswegen wundert euch da nicht. Aber die Sicht ist schon Hammer, ja, mit diesem Nebel. Ach, ich liebe Susi. Also, ich habe jetzt meine Top 3 Simulatoren, ohne Scheiß. Ich muss mal noch ein extra Video mal dazu machen, um das einfach mal richtig festzuhalten. Ja, was so meine 3 Lieblingssimulatoren sind. Das ist ganz klar. Es ist Lotus, ja. Platz 3. Platz 2 ist Susi 3. Und auf dem ersten Platz natürlich Omsi 2. Ja. Das sind genau die Simulatoren, die ich wirklich ever gesucht habe. Und jetzt hat es endlich geklappt. Dieses Jahr hat es geklappt, dass ich jetzt meine 3 voll bekommen habe. Ich war mir nämlich immer bei den 3 Simulatoren immer ein bisschen unsicher gewesen. Ja, ist es das nicht? Aber jetzt mit Susi. Es ist immer noch ein harter Brocken, Susi. Ja, das ist jetzt keine Leichtigkeit hier, das Ganze. Auch erstmal da vielen, vielen Dank für all euer Feedback, für all eure Kommentare, wie ihr versucht, mir das beizubringen, wie das Ganze mit den Zwangsbremsungen und den 1000 Hertz-Melder und den 500 Hertz-Melder und wie man die Geschwindigkeiten halten muss und wie ihr mir da diese Unterstützung zukommen lasst, finde ich großartig. Vielen, vielen Dank. Ich werde auch wirklich versuchen, mir das Ganze irgendwie in den Kopf reinzuprügeln, dass das auch irgendwann mal fruchtet. Aber ja, klappt leider nicht immer. Ja, gerade wenn man dann halt irgendwann mal ein bisschen nachlässig wird, denn, ja, wenn man dann so auch das Ganze auf der leichten Schulter nimmt, passiert dann natürlich das eine oder andere. Aber wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank dafür, all euer Feedback. Und ich finde es halt einfach so klasse, dass ihr mich da halt mit diesen 3 Projekten einfach so unterstützt halt. Ja, mit Susi, mit Lotus, mit Omsi, finde ich großartig. Bei den Train-Simulator sieht man halt wirklich, das ist gar nicht so geil, ja. Also das ist dann halt, die Leute, ihr schaut halt wirklich diese Videos hier, ja, und
lacht euch wahrscheinlich krümelig, wie dumm ich einfach bin und manche Signale hier einfach komplett, erstmal komplett ignoriere. Naja. Aber wie gesagt, da an der Stelle wirklich, wirklich ein dickes Dankeschön dafür, all euer Feedback. Ich lese mir wirklich alle Kommentare durch, antworte jetzt nicht halt immer auf die ganzen Kommentare, versehen da meistens ein Herzchen oder gibt den Daumen nach oben. Ja, aber es ist halt einfach toll, ja, wie ihr da hinter mir steht. So, jetzt die EZB endet. Wir sehen auch da, ne, der Zähler, der geht jetzt noch runter. Naja, ist nicht bis zum Ende durchfahren. So leicht ist die Strecke dann nun doch noch nicht. Ist nicht hier einfach nur sitzen und quatschen. Nein, hier muss noch gearbeitet werden. Ja. So. Schön, schön. Auf dem Weg nach Köln. Gut. Hoffentlich klappt das jetzt. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ganze vielleicht mal ohne Zwangsbremse. Das wäre mal wieder ein Traum, den wir ja letztes Mal vielleicht zwei hatten. Wäre das schon schön, wenn das mal wieder ohne funktionieren würde. Ich guck mal nach, wann wir da sein sollen. Ich weiß, ihr wollt halt gerne diesen Zugdaten, diesen Buchfahrplan sehen. Ich kann das leider nicht einblenden, weil sonst ruckelt die Simulation. Weiß ich nicht, wenn ich das über die Fensteraufnahme aufnehme, dann fängt das an zu ruckeln. Also über die Desktop-Aufnahme. Ich muss das richtig im Ingame halt aufnehmen. Dann funktioniert das ohne Probleme. So, wir gehen jetzt in den Bremsvorgang. Genau, also was wollte ich sagen? 8.42 Uhr sollen wir Köln-Messe-Deutz ankommen. Hier seht ihr oben rechts die Uhr. 8.33 Uhr haben wir es aktuell. Und liegen eigentlich gar nicht so schlecht hier in der Zeit. Ich habe ja gelesen, man kann ja mit Q das Ganze quittieren, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht, ob der das wirklich macht oder nicht oder doch. Weiß nicht, warum er da jetzt runter geht. Auf B habe ich eigentlich ausgeschaltet jetzt. Dürfte doch. Genau. So. Jetzt können wir weiter. Ja, nämlich bei der ersten Anspielsession, ich habe mir das natürlich ja noch ein bisschen angeschaut, ne? Nämlich gleich erstmal die Zwangsprüfung bekommen, weil ich die 80 nicht bestätigt habe.
Das ist mir auch dann gleich wieder aufgefallen, warum. Ne? Alles, was natürlich, denn, wenn wir jetzt so bei 130 sind, alles, was dann unter 100 fällt, muss natürlich bestätigt werden. Ja, genau. Und wenn man das natürlich nicht bestätigt, ja, dann in your face, wirklich. Anders kann man es nicht sagen hier. Natürlich versuche ich hier schon immer vorher die Strecke mal abzufahren, ne, damit das nicht ganz so peinlich wird. Ja. Klappt nicht immer, ja, dass das denn fruchtet. Oder halt, dass in dem Selbsttest funktioniert und dann in der Aufnahme natürlich nicht funktioniert. Aber dann bin ich meistens immer ehrlich und lasse das denn. Ja, also da bin ich dann schon, ja, da kenne ich nichts. So, was sind wir jetzt? 44,6. Ja, ja. Wir sind mittendrin in 80. Und ihr seht die Performance. Die Performance ist einfach großartig hier in Susi. Es gibt mal ganz kurze Mini-Ruckler, aber sonst, es läuft permanent perfekt in 60 FPS. Mein Gott, davon, warum gibt es davon nicht einfach deutlich mehr Spiele? Wirklich. Simulation kann so viel Spaß machen, wenn es einfach ruckelfrei funktioniert und einfach nur läuft und 60 FPS, jetzt noch VR und ich wäre der glücklichste Mensch ever, wirklich. Sowieso, verstehe ich nicht, warum die VR-Sparte immer noch nicht Fuß gefasst hat. Ja, ist zwar teuer, kann ich verstehen, aber gerade diese epischsten Simulatoren, ja, die könnten das so gut vertragen. Ich meine, Lotus schafft's ja, ne? Also Lotus macht's ja. Also von daher dickes Lob, Respekt. Aber warum schaffen es die anderen nicht, ja? Das ist dann halt immer ein bisschen schade. Ich meine, gut, jetzt Susi ist jetzt natürlich schon, naja, ich glaube, hat auch schon viele Jahre auf dem Buckel, oder? Susi 3, ich bin mir ja gar nicht mal zu 100% sicher. Aber ein paar sind es doch bestimmt schon. Ja, es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt noch zu beschleunigen, großartig. So, schnell mal selbst gebremst hier. Mit 60 geht's hier weiter. Aber könnte es jetzt auch wieder Speed geben? Ich bin mir jetzt dankbar für. So, ich habe gesagt, ich soll mich auch immer erst freidrücken, wenn ich ein freies Signal halt dementsprechend sehe und nicht einfach willkürlich freidrücken, ja, nur weil der Herzmelder ausgegangen ist. Dadurch gab es wohl in den letzten Folgen eine Zwangsbremsung, weil ich es einfach gemacht habe, weil jetzt kommt nämlich wieder, ihr seht, ne, ein weiteres Signal. Müsste eigentlich 2,8, ja, unser Bahnhof ist in greifbarer Nähe, ihr Lieben. Wir sind in Köln angekommen. Siefer bestätigen. So, bei 3,8 ist unser Halt. So.
So, SIFA. Köln, Mr. Deutsch, ihr Lieben. Ankunft ist 42. Und da haben wir nämlich auch schon unser rotes Signal. So, das war Arbeit, tatsächlich war es mal Arbeit. Es hat funktioniert, ich bin so übel happy mit hier, ich kann kaum noch quatschen. So macht das richtig Spaß. Susi ist so toll, wirklich. Es macht einfach so Laune hier zu fahren. Also, wie gesagt, also... Ich stehe auf die Optik. Hier sind zwar ein paar Fehler drin hier unten, ne? Hier, das hier haut nicht so ganz hin, wenn man sich mal so das andere hier anschaut, ne? Also das sieht hier schon deutlich anders aus als hier. Aber ne, gut, das sind, das kann man wahrscheinlich patchen und alles aus, ne? Aber ey, es macht einfach so Spaß. Es macht einfach so Spaß, hier zu fahren. Ich mag den Grafikstil, ich mag, wie sich das Ganze anfühlt. Ich mag einfach alles hier in Susi. Das ist so... Schade, warum ich es jetzt erst entdeckt habe. Weißt du, das hätte ich mal vor ein paar Jahren entdecken sollen. Das wäre natürlich noch epischer gewesen. Naja, umso mehr habe ich jetzt eine Zeit für Susi. Ne? Das ist doch auch nicht schlecht. Vor ein paar Jahren wäre es ja gar nicht möglich gewesen durch MicroHazard TV. MicroHazard TV hat mich ja einfach so unglaublich viel Zeit gekostet. Ja, das wäre gar nicht drin gewesen. Und dann, ja, endet die Fahrt hier jetzt auch gleich demnächst schon. Da wird schon ein rotes Signal angekündigt wieder, ne, wir sehen's. War das natürlich, bis die Leute jetzt erstmal hier ein- und aussteigen. Gibt leider auch keine Abfahrtzeit hier. Man sieht bloß die Ankunftszeit, 8:42, aber keine Abfahrtzeit. Oder habe ich die Tür jetzt in eine falsche Richtung geöffnet? Das kann natürlich auch sein, ne? Oh ne. Keine Ahnung. So, denn. Bestätigen wir schon mal wieder. Ich weiß es nicht, gilt jetzt die Regel im Stand 45 km/h? Ich glaube schon, oder? Da war irgendwas. Wenn der 1000 Hertzmelder anspringt und wir fahren vom Stand raus, ich glaube, dann war doch die Regelung 45, ne? Oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe da irgendwie nur sowas abgespeichert gehabt.
natürlich jetzt hier auch nicht rumrauchen hier. Das war ein bisschen schnell. Halt an! Halt an! So, wir haben es aber geschafft. Wir haben angehalten. So, wir haben jetzt hier einmal einen schlechten Fass. Das war jetzt wahrscheinlich gerade die Bremsung gewesen. Wir haben Abzug, Vormax-Überschaltung hatten wir keine. Und einen Abfahrt ohne Auftrag. Habe ich die Leute nicht einsteigen lassen oder was? Was sagt denn der Fahrtenschreiber? Der wird mir ja wahrscheinlich dann nichts irgendwie sagen. Ja, irgendwie ist hier Abfahrt ohne Auftrag. Ja, sonst haben wir doch ein recht normales Ergebnis. Ist jetzt nicht perfekt, aber immerhin, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und ja, Leute, das war's heute hier von unserem Zusi 3 neuestes Update. Also ich bin mega nice drauf. Also wir werden die Karte bestimmt noch öfter jetzt erfahren in den nächsten Tagen. Denn auch hier gibt's natürlich wieder haufenweise Aufgaben und haufenweise Züge, die wir hier fahren können. Bin ich auf jeden Fall hundertprozentig dabei. Ne? Ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, wie euch die Strecke jetzt zum Beispiel gefallen hat. Oder sagt ihr so, nee, ich bleib da irgendwie mal im Trainingssimulator, sieht da hübscher aus oder sowas. Denn, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion. Ne? Und sonst freue ich mich, dass ich hier keine Zwangsbremse kassiert habe, dass wir heute mal heile durchgekommen sind und das nicht einfach nur mit der LZB gefahren sind. Ja, von daher würde ich sagen, alles Gute, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge zu Zusi 3 hier auf dem Kanal. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.